Fans von Eintracht Frankfurt, vor den Nachrichten bitte ich euch, ein Like dazulassen und den Kanal zu abonnieren, damit ihr die nächsten Nachrichten aus Frankfurt nicht verpasst. Er trifft und trifft und trifft. Randall Kolo Muani gehört zu den Top-Stürmern der Bundesliga. Beim Derby-Sieg im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den SV Darmstadt 98 zeigte der Frankfurt-Torjäger einmal mehr seine Klasse und verzauberte selbst den gegnerischen Coach. Im vergangenen Sommer kam Randall Kolo Muani als weitestgehend unbeschriebenes Blatt vom französischen Erstligisten FC Nantes zu Eintracht Frankfurt. Inzwischen nennt sich der umtriebige Angreifer französischer Nationalspieler, WM-Finalist und Erfolgsgarant für seinen Club aus Hessen. Letzteres stellte der 24-Jährige im DFB-Pokal-Derby gegen Darmstadt 98 am Dienstagabend einmal mehr unter Beweis. Lobeshymnen setzte es nach seinem Doppelpack gegen den Zweitligaspitzenreiter von allen Seiten. Er bringt eine unheimliche Qualität mit, gerade auch im Abschluss, schwärmte etwa sein Teamkollege Mario Götze in der ARD. Der Mittelstürmer erzielte beim 4:2-Achtelfinal-Coup der SGE seine Pflichtspieltore 5 und 6 im Jahr 2023, 14 Treffer stehen insgesamt im Trikot der Eintracht zu Buche. Das ist unglaublich gut, wir genießen es mit ihm, er macht es uns leicht, er ist ein sensationell guter Spieler, führte Götze weiter aus. Auch TV-Experte und Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger zeigte sich tief beeindruckt von den Qualitäten Kolo Muanis. Der 38-Jährige deklarierte den Franzosen als Weltklasse-Stürmer, der im Angriffsdrittel stets brandgefährlich ist. Was Schweinsteiger an dem Stürmer besonders gefällt, ist zudem seine Arbeit für die Mannschaft. Er spielt sehr gut mit, so der ehemalige Bayern-Star weiter. Das ist schon eine große Stärke, so einen Mittelstürmer zu haben. Der Trainer des Gegners komplettierte schließlich das allgemeine Lob, Thorsten Lieberknecht. Der 49 Jahre alte Coach, dessen Mannschaft am 16. Juli 2022 erstmals seit dem Erstligaspieltag wieder ein offizielles Spiel verlor, führte die 4 Gegentore seiner Lilien auf die große Offensivqualität der SGE zurück, den Kolo Muani nach einer Flanke von Buta zur Führung köpfte und einen bleibenden Eindruck beim Trainer hinterließ. Der Junge springt 4 Stockwerke und trifft dort die Flanke, musste Lieberknecht neidlos eingestehen. Eintracht Frankfurt-Fans, stellt ihre Meinung in die Kommentare. Ich bin jederzeit mit weiteren News über Eintracht Frankfurt zurück.